Etwas, das wir alle gemeinsam haben, ist die Navigation. Die Art und Weise, in der wir herausfinden, wo wir sind und wie wir dahin kommen, wo wir hin möchten. Wir alle kennen Menschen mit einem sehr guten Orientierungssinn und andere, die sich ständig verlaufen. Aber wir wissen nicht wirklich, woher diese Unterschiede kommen. Die räumliche Orientierung ist ein Bestandteil der menschlichen Wahrnehmung. Wenn wir verstehen, wie Menschen navigieren, können wir herausfinden, wie Faktoren, zum Beispiel Geografie und Kultur, sich auf die Wahrnehmung auswirken. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie sich die räumliche Wahrnehmung bei Demenzerkrankungen verändert. Denn räumliche Desorientierung ist ein frühes Symptom von Alzheimer. Many of the dementia patients get lost. There's a very important symptom which so far has been really very little investigated. We know that research holds the key, and for the research to be able to take place, we need data which doesn't exist. Da es im Labor unmöglich ist, eine so große Datenmenge zu erheben, hat die Deutsche Telekom, das UCL, die Universität von East Anglia und die Alzheimer's Research UK zusammengebracht, um das Spiel Sea Hero Quest zu entwickeln, mit dem Ziel, verschiedene Bereiche des Orientierungssinns zu messen und aufzuzeichnen. We realize we could help scientists get the data they need to further the research by connecting to those already using our technology. Die Deutsche Telekom hat das Spiel für Mobile und Virtual Reality Geräte entwickelt und Spieler dazu ermutigt, spielend Gutes zu tun. Die spielerische Herangehensweise ermöglicht den Forschern, Daten von allen Teilnehmern auf der ganzen Welt zu sammeln. Mit traditionellen Forschungsmethoden hätte es wahrscheinlich über 1000 Jahre gedauert. Auf Grundlage der Daten wurde herausgefunden, dass die Navigationsfähigkeit des Menschen mit dem Alter nachlässt und stark damit zusammenhängt, wo die Person lebt. Außerdem spielt der materielle Wohlstand des Heimatlandes eine Rolle. Bei Mann und Frau verhält sich die unterschiedliche Fähigkeit der räumlichen Orientierung proportional zur ungleichen Verteilung im jeweiligen Land. The data from the game creates a global benchmark of spatial navigation in humans. Das ist bahnbrechend für unser Verständnis von Krankheiten, die den Orientierungssinn beeinträchtigen, wie Alzheimer oder Demenz. Darüber hinaus können die Daten von Sea Hero Quest der gesamten neurowissenschaftlichen Forschung zur Verfügung gestellt werden. Through VR we are able to replicate highly credible lab-based navigational experiments. And the intuitive nature of VR means we can widen the study to a much broader audience. By playing this game, they're helping being part of the solution. They're helping us be that little bit nearer to finding those treatments.